So, hallo, wir machen weiter bei Grey Eminence. Der Dani Oh, die ist. Aufnahme geht schon los. Na, dann werde ich mir doch jetzt in alter SPW3-LeChuck-Manier mal das extra für heute Abend gekaufte Bier holen. Oh, aber nicht, dass du jetzt eine Diskussion darüber starten möchtest. Zum Glück bin ich jetzt erstmal weg. Glück haben wir das gerade schon simuliert. Nein, ich wollte sagen, also Rauchen ist ja wirklich, ne, das ist ja dauerhaft schädigend. Ein Bier alleine ist ja noch nicht zwingend schädigend. Das muss man nicht so extremst. Wenn es nicht 3, 4, 5, 6 Bier werden, ne? 3 Bier sind ja, 3 Bier ist ja die Grenze. Ich Da ist hab mir ja, echt nur eins mit für 3 heute Bier sollte Abend. man ja auch nicht mehr aufnehmen, wie wir wissen. Man sollte seine eigenen Grenzen kennen. Die, ja, genau. This is the headquarter of the company that is behind of what is happening here. Seems as they play with gravity to suck the oil. Okay, da Also wird das das aus Öl den also gerade trockenen. rausgesaugt aus dem Plane. Huch! Aus den trockenen Würstchen, wie wir letzten Da konnte ich Part. rein, das war eine Röhre, okay. In dem Level könntest du eigentlich mal die Yoshi-Coins sammeln. Das dreht sich nachher rum. Ja, Ich kann Gimmick die nämlich noch gar verstanden. nicht auslösen, die Message Box. Was? Die Message Box kann ich noch nicht auslösen, habe ich gesagt. Okay, ich nehme es zurück, was ich gerade gesagt habe. Gimmick nicht verstanden. Ja, ich kann ja nicht einfach hier wechseln. Erinnerst du dich Ach dran? so, ich habe das rumgedreht. Ich dachte, okay. This is the headquarter of the company that is behind what is happening here. Ja, das stand in dieser Messagebox. Ja, ich wusste ja nicht, dass durch die Röhre, dass ich die Schwerkraft rumdrehe, sondern ich dachte, es gibt dann einen Schalter, mit dem man dann beim Level das umdreht. Okay. Das sollte durch diese Messagebox und durch die Yoshi-Coin, die sich auch. Ah nee, die war vorher gar nicht da. Okay. Aber Ja, durch die eben. Messagebox sollte das symbolisiert Es werden. hat sogar hat ganz anders gewirkt als der Die Anfang. Yoshi-Coins sind natürlich alle immer nur einmal da. Es hat ganz anders gewirkt als der Anfang. Hast du das Gimmick denn jetzt verstanden? Vor allem. Genau, am Anfang war doch da dieses Ding. Habe ich. Was? Also hier ist der Anfang, ne? So. Das ist der Anfang, ja. Und dann gehe ich hier runter und dann bin ich sozusagen gedreht in diesem Raum. Das hast du richtig erkannt jetzt, ja. Jetzt sieht das genauso aus wie vorher, das ist halt nur auf der vertikalen Achse gespiegelt. Ah, okay. Okay. Ah, okay. Mathe-Lehrer hat verstanden. Herr Lehrer, kriege ich jetzt eine Eins? Ich habe Ihnen gerade die Aufgabe erklärt. Es hat halt allein schon aufgrund der Yoshi-Coin etwas anders gewirkt. Ja, das ist immer die Ausrede. Die Handschrift war nicht leserlich und so weiter. Wir kennen das alle. Ja, das natürlich auch. Was ich nicht lesen kann, ist falsch. Aber hat der Hack etwa nicht meine ganz typische Kebab-Chiller-Handschrift? Ja, ich kann ja bisher auch lesen. Was? Ich meinte vom Level-Design. So, wo komme ich jetzt rein? Jetzt müsste ich ja eigentlich. Ja! Danke. Ja. Nett! Gern geschehen. Damit habe ich zwar gerechnet, aber ich habe nicht gedacht, dass das tatsächlich so passiert. Das ist auf einmal eine Yoshi-Coin. Du siehst auf einmal nur noch Yoshi-Coins. Aber ist das ein Hit, den ich verhindern kann, wenn ich wirklich Ja, rechtzeitig rüberziehe? du kannst halt einfach nach links drücken, ja. Okay. Ich glaube, man muss nicht mal die Rennen-Taste gedrückt halten. Ich glaube, das reicht auch so. Ach so. Also, das geht jetzt erst, wenn ich da wieder rauskomme. Aha. Erwischt. Oh, okay. Sehr gut, Conan. Sehr, sehr gut. Hattest du mir eigentlich geantwortet auf die Frage, ob du in dem Level die Yoshi-Coins sammeln möchtest? Hattest du die Frage gestellt? Ja. Versuch's, aber wenn ich sie nicht finde, finde ich sie nicht. Ich glaube, ich habe jetzt schon Okay. eine verpasst. Ich glaube nämlich, ich hätte bei dem Stern gerade da runtergehen können. Da Da hast war. du keine verpasst, aber du hast gerade eine verpasst, wo die drei grünen Münzen, glaube ich, ja, die drei grünen Münzen über den Stacheln waren. Ah, Ist okay. aber egal, es ist auch nicht so wichtig. Eigentlich wollte ich dich nur ärgern, aber ist okay. Ich hoffe, der Hack ärgert dich noch an anderer Stelle. Ich weiß jetzt halt nicht runter oder hier rüber.
Ach, Conan. Und, ach, Conan, da kommst du doch her im Prinzip. Dafür sind ja die grünen Münzen da, die zeigen mir den Weg. Ja, jetzt wo du halt Yoshi-Coins angesprochen hast, war ich mir halt unschlüssig, ob ein Weg Yoshi-Coins führt und ein Weg weiter. Ach so. Naja, man sieht halt einfach nur ein paar Teile des Levels dann mehr. Aber das ist, wie gesagt, ich wollte dich eigentlich nur ärgern. Okay. Ja. Jetzt muss ich aber wieder aufpassen. Jetzt knall ich ja voll auf die... Wenn man jetzt nicht links und rechts verwechseln würde... Es ist einfach schön. Dann würde das auch funktionieren. Es ist einfach großartig. Ich habe registriert, dass ich da drauf knalle, aber... Schade, dass du den Satz gerade nicht beendet hast, dass du nicht gesagt hast, ich muss einfach nur nach links drücken und dann... Oder nach rechts drücken und dann aber nach links drücken. Ja, ich hätte wahrscheinlich sogar rechts gesagt. Du würdest wahrscheinlich rechts gesagt und wärst dann trotzdem nach links. Das Problem ist, es wird ja nur vertikal gespiegelt und nicht noch zusätzlich. Das ist richtig. Daran muss ich denken. Naja, so weit waren wir jetzt ja noch nicht. Hör auf. Okay. Machst du auch brav Striche? Nö, ich mach das dann im Video. Ach so. Ich weiß jetzt ja sowieso nicht mehr. Aber ich schätze mal, das ist alles nochmal anzugucken. Ich mach das, du, deswegen habe ich den Hack gebaut, damit ich mir das dann im Nachhinein anschauen kann. Sehr gut. Habe ich ja schon mal einen View. Die Stimme zwar nicht anhören, aber ich ich guck das dann gemutet wahrscheinlich oder so. Okay, jetzt kann ich ja mit offenen Karten spielen. Der andere Grund ist natürlich, dass du durch diesen Hack wieder mehr Lust bekommst, in Ferie zu spielen. Das wird nicht passieren. Ja, das sagst das du jetzt. Das ist, ich meine, da sind wir ja Level-Design-technisch ganz woanders unterwegs. Noch. selbst wenn ich Cruella von... Oh Mann, Conan. Selbst wenn ich an Cruella von HF denke, das ist auch nicht, also das möchte ich auch nicht. Ich habe ja ein bisschen was gesehen, als Spring das gespielt hat. Also dieses Level von Morsel da, dieses komische Puzzle-Level mit den völlig wirren Blöcken, die überall waren und man wusste nicht so richtig wohin. Das war jetzt auch nicht so viel anders. Doch. Ja, aber du hattest, guck mal, das hast du alleine gelöst, da war keine Konfi mit dabei, die dir, wie wir das immer gemacht haben, hilfbereit unter die Arme gegriffen hat. Ja, Ben Jump war kein einziges Glitch-Puzzle. Naja, aber so in die Richtung ging das teilweise und schon. Und das ist ja, also, wenn ich jetzt Cruella mir angucke, das ist ja alles Glitch-Puzzle. Ich meine, manche Glitches sind ja teilweise einfacher auszuführen als ein schweres Jump-and-Run-Puzzle irgendwas. Manche mit sie. Oh mein Gott. Und ich kann das nur wiederholen, du hattest ja schließlich bei Inferia, dass du immer die hilfsbereite Konfi, die dir unter die Arme gegriffen hat. Das war eine wunderschöne Konfi, ja. Ja. Nee, Inferi ist wirklich, 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 wirklich durch. Also es gibt nichts, was so durch ist wie sowas. Doch, du bist... Das hat aber nichts mit Inferi zu tun, das ist allgemein die Hackart. Ich hab schon gesagt, wenn ihr Kellung fertig baut und wenn da irgendwas kommt, dann kann ich schon mit euch wieder aufnehmen. Ja, das ist jetzt so die typische Lehrerart, dein soziales Engagement und so weiter, aber du vernachlässigst dabei, dass Kalum ja nur gebaut wurde, damit du in Ferie weiterspielst. Ja, nein, aber ich meine, weil dann manchmal denken dann, ja, natürlich denk habe ich das Gefühl, es liegt an euch oder so, aber das ist, nee, es ist, ich, wie gesagt, ich würde jetzt auch kein Cruella 2 aufnehmen wollen oder sowas. Was ich aufnehmen werde, ist mit Sariel sein Kaizo-Hack. Der scheint mir noch einigermaßen akzeptabel zu sein. Ja, Sariel ist ja auch in Sachen Level-Design ziemlich bewandert, möchte ich mal sagen. Ja, ne? Aber ansonsten so zu krass. Ja, aber das Zeug, das heißt ja, du würdest mit uns in der Konfi, würdest du auch andere Sachen wieder aufnehmen. Das wäre doch schon mal ein Wort. Das hab ich nie. Oh, wait. Doch, das hast du. Also, da wollte ich nicht zumindest indirekt hast du das spätestens bestritten, als du keine Lust hattest, mit uns gemeinsam aufzunehmen. Jetzt bitte schaff das. Das ist doch Mist. Nein. Ach, Mann. Das war nix. Ja. Schade, dass du das nicht im letzten Part noch gemacht hast. Ja, gut, dass wir einen neuen Part aufgemacht haben. Und können wir jetzt immer jeder das Gegenteil von dem sagen, was der andere gesagt hat? Ja. Das finde ich gut. Nein. Also, wobei, jetzt habe ich ja das Gegenteil von mir gesagt, nicht von dir. Da kommst du nicht mehr raus. Da komme ich raus. Hauptsache, du kommst jetzt mal durch das Level hier.
Ja, da will ich jetzt nicht das Gegenteil sagen. Ja, das musst du eigentlich sagen, Hauptsache ich komme jetzt endlich mal nicht mehr durch das Level, oder? Ja eben, das will ich ja nicht sagen. Du könntest natürlich auch Level negieren und sagen, ich komme jetzt hoffentlich durch dieses Nicht-Level. Naja. Das wäre dann nicht das Gegenteil. Nee, das ist richtig. Das ist leider richtig. Dani redet wieder Quatsch. Hä, was ist das denn für eine Unterstellung? Ich habe nur versucht, alle weitere Perspektiven dir zu erzählen. Das ist auch eine ganz neue, also das interessiert auch keinen Zuschauer, aber es ist eine ganz neue Erfahrung, dass man die Musik die ganze Zeit hört. Ja, über Discord, das ist schon cool. Hätten wir das mal zu Zeiten gehabt, wo wir über Webcam und TinyChat aufgenommen haben. TinyChat, ja. Das ist, oder wie das Ding hieß. Ja, TinyChat oder GayChatTino hatten wir auch noch. Na, was? Das war so eine Alternative zu TinyChat. Ich glaube, das haben wir nie gemacht. Nein, das hieß so garantiert nicht. Doch, das hieß GayChatTino, die Seiten. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich finde es auch eine Frechheit. War das nicht eher so ein Unterdings von TinyChat? So eine Gruppe oder sowas? Das kann sein. Das in der ihr dann rumgewurstelt habt? Das war auf jeden Fall so ein Meme, was die ganze Zeit... Das war nicht die Seite. Möchtest du dich jetzt von GayChatTino etwa distanzieren oder was? Nein, aber die Seite gibt's halt einfach nicht. Doch, die gibt's. Selbstverständlich gibt's die. Weißt du was? Ich beweise dir das. Du kannst die dann ja in die Videobeschreibung packen. Ja, viel Spaß beim Suchen. No! Mist! Oh, es gibt tatsächlich nur chatino.com. Es gibt gar kein GayChatTino. Ja, ihr habt es nämlich einfach so genannt. Unterstellst du uns jetzt etwa Homophobie in deinen Aufnahmen? Nein, ich unterstelle euch infantilen Humor. Ja, das ist ja so das Gleiche. Oder zumindest ähnlich. Was? Naja, in dem Fall, in dem Kontext, meine ich. Ist das auf jeden Fall ähnlich tragisch oder beziehungsweise ähnlich blöd? Nein, da wäre Homophobie. Ist ja auch egal, wie dem auch sei. Ich werde jetzt auf jeden Fall. Jetzt habe ich endlich eine Domain, die ich mir mal sichern kann. Ja. Aber chatino.com ist ein Chatroulette for gays. Also es ist... Ja, aber selbst da waren wir nicht. Wir waren auf deinem Chat. Was willst du von mir? Ich möchte doch nur, dass Felix und Jan auch was zu lachen haben. Eieieiei. Aber das war schon ein bisschen andere Qualität. Wobei jetzt, seit du hochlädst, ist das wirklich ein bisschen mehr am Rücken. Nicht, dass das wichtig wäre, aber es ist... Wait, jetzt bin ich... Oh, ich hab das abgekürzt. Ja, aber es bringt dir nichts. Na doch, ich kann jetzt Damage boosten. Ja, willst du das wirklich tun? Dann schlüpfst du halt... Ja. Nein! Aber du hättest es an sich schaffen können, ja. Ja, siehst du mal. Ja. Wird eigentlich levelweise auf der Overworld gespeichert? Kannst du ja testen. Frage für einen Game Over? Kannst du ja auch in dem, wie heißt das nochmal? Choco-Couvert oder so, kannst du dir auch Leben holen. Ja. Andererseits, ja, das ach, ey, wieso kann ich denn nicht Spin-Chat? Oh mein Gott. Wird auf der Overworld gespeichert. Ja. Also wenn alles andere so wäre jetzt auch komisch gewesen. Dann wäre das ein Bug. Ja, stimmt, du hast noch keinen Checkpoint bekommen oder so, ne? Ja. Also kein Continuum Save. Nicht, dass ich mich. Wobei beim Schloss ist wahrscheinlich was. Ich weiß es nicht, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, da ist auch nichts. Aber gut, dass du dich nicht daran erinnern kannst, aber trotzdem richtig geschlussfolgert hast. So, jetzt muss ich hier doch wieder durch, weil ich klein bin. Ah, Duck ändert ja nichts an der Hitbox. Warum mache ich das überhaupt? Sieht aber schöner aus. Ne? Sehe ich aus. Du denkst ja auch an deine Zuschauer, die wollen ja auch ein bisschen unterhalten. Richtig. Übrigens sehr freundlich, diese Boxen hier oben. Ja, siehst du mal. Das hat mich selbst. Man muss ja auch mal die positiven Sachen. Das ist schön, dass du tatsächlich, obwohl ich die ganze Zeit hier dazwischen laber wie ein Blöder, versuchst das Augenmerk auch auf den. Nein! Hitbox. Ich hasse alles. Okay.
Es ist irgendwie häufiger bei mir so, dass mir auf einmal Leute nicht mehr zuhören. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Kenn ich. Ja, gut, bei dir mag es daran liegen, dass du in einem Gespräch einfach mal anfängst, links und rechts zu vertauschen, aber... Nein, ich meinte eher, kenne ich von meiner Arbeit. Ja, ich bin jetzt auch Lehrer geworden. Das heißt, die Leute hören mir nicht mehr zu. Gott, das war knapp. Nein, ich bin zum Glück kein Lehrer. Sonst hätte ich ja meine ganzen Videos zum Beispiel, das, wo ich... Nicht schon wieder dieses Ding, da bin ich vorhin gestorben. Wenn du Dusche in die Kamera halt, hätte ich verlöschen müssen. Irgendwo hier bin ich vorhin gestorben. Da bist du gestorben. Oder? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und jetzt muss ich hier nach rechts. Bitte. Ja, also für dich nach links. Oh, das ging auch noch. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Das blöde Ding kommt auch noch hoch. Krieg ich jetzt einen Midway-Point langsam mal? Ja. Geh da runter, geh da runter. Los, jetzt mach! Ich mach doch endlich! Oh. Erst hol ich mir den Pilz, dann geh ich da runter. Oh! Ja, sehr gut. Stell dir vor, ich wäre hier runter und an dem Viech gestorben und sehe den Midway Point. Das wäre nicht so gut gewesen. Das wäre auf jeden Fall unterhaltsam gewesen. Nee. Also ja, vielleicht. Aber erst hol ich mir den Pilz. So. Das kann nicht die zweite sein. Ach ja, du hast ja gesagt, ich habe an den... Ja, aber dann verstehe ich bis jetzt nicht, wie man da... Was man da hätte... Okay, keine Ahnung. Du hättest zweimal durch Damage Boost hättest du an den Yoshi reinkommen können. Durch Damage Boost? Ja. Das ist aber auch kein schönes Level-Design. Das ist halt für Yoshi Coins, ne? Ja, okay. Hoffen wir mal, dass SMU Central das nicht stört. Das Level haben sie ja schon gespielt. Das ist ja alles schon abgesegnet. Ach so. Guck mal hier, ich habe sogar extra Schilder hingebaut. Ja, hier geht jetzt Damage Boost. Nicht damit... Oh, du bist so langweilig, Freunde. Mist. Nee, das hattest du echt verdient jetzt. Also das hattest du jetzt wirklich verdient. Das hat nicht funktioniert. Wow. Wow. Der kam, ich bin ganz woanders rausgekommen, als ich dachte. Okay, wo bin ich denn? Seite raus. Man startet ja immer in dem Level. Also ich kann ja den Midway-Point nicht auf einmal ein anderes Level setzen und das umgedrehte Level, wo du den Midway-Point bekommen hast, ist halt das Ach, da bin ich. Ja. Oha. Nicht mechanisch erklären müssen, Conan ist eher so esoterisch unterwegs, ich merke schon. Alter, also, rennt man einfach erstmal voll in den Swamp rein. Das ist ja auch frech. Aber jetzt spielst du bitte die Stelle mit der Säge, da habe ich dir extra ein Schild hingebaut, ja? Die spielst du jetzt nicht mit Damage Boost. Ja, da ist doch sogar ein Schild, also damit Sunny da nicht drunter kommentieren kann, dass man dir da ein Schild hätte hinstellen können. Jetzt ja, aber die Säge kommt ja nicht von hier. Ach so. Ja, natürlich kommt die von da. Ach so. Wisst ihr, jetzt stellt man dir schon ein Schild hin und du machst das trotzdem noch falsch. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht, dass man mir ein Schild hinstellt und ich verstehe Dinge? Ja, so hat Sunny das zumindest immer behauptet. Ja, richtig. Das klappt trotzdem nicht. Siehste mal. Was macht der denn jetzt da oben? Der ist da hochgesprungen, weil der eigentlich darauf programmiert ist, dass er, glaube ich, umgekehrt, wenn man in der anderen Dimension da ist. Ach so. Springt, ich glaube zumindest. Es kann sein, dass du gerade ein Secret findest. Ja! Nice. Siehst du, das wusste ich ja nicht mehr, dass das da ist. Ach, das war jetzt nur für den Pilz. Das ist ja cool. Du bist halt an der Stelle hoch. Wäre es jetzt natürlich gut, den zu behalten. Ja. Okay. Oha, was ist das denn hier unten? Geh weg! Knochen wird mir noch zum Fang. Nein, wird er nicht. Okay. Ich finde aber, du spielst jetzt schon wieder besser als am Anfang. Also ich glaube, das Safe State, das Spielen, das bewährt sich auch. Ja, solange es geht, geht es, aber... Das war eine tolle Aussage. Solange es geht, geht es. Und was nicht geht, das geht nicht. Das klingt wie... Ist das nicht das... Okay. Hä, ach,
Ist das nicht irgendwie so ein Gesetz, was dieser Isaac Newton da gesagt hat? Was? Also von wegen, ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Meinst du Murphys Gesetz oder was willst du jetzt? Nein, ich meine, dass man im Prinzip nicht durch eine Wand durchgehen kann, weil die halt einen, weil die halt einen bremst. Ja, das hat Newton rausgefunden, dass man nicht durch eine Wand laufen kann, richtig. Deswegen ist er berühmt geworden. Tut mir leid, da haben wir vorhin Off-Cam drüber geredet. Ich habe alle gespickt, ich weiß das nicht mehr. Ich wollte jetzt richtig, richtig klug scheißen hier, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das heißt. Kannst du mal sehen. Ist ja auch egal. Reden wir einfach über was anderes. Ich geh jetzt mal nicht durch die Röhre. Ja, das ist wahrscheinlich dumm. Ja. Okay, ist das eine gefährliche Röhre? Nein, ich kann direkt einfach. Es passiert nichts. Gut. Newton. Fast nichts. Aber wie komme ich jetzt an diese Tür da ran? Wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich doch dumm. Willst du wissen, wie du da rankommst? Aber das sind doch selig Stacheln, dann lassen wir jetzt mal. Da hättest du rankommen können, wenn du dir, als du dir das Springboard geholt hast, nicht durch die Röhre gegangen bist, wärst, sondern dir schon auf der einen Achso, jetzt muss ich jetzt runter. Das Springboard geholt hättest. Okay, da komme ich nicht hoch. Jetzt wird's aber wild. Ich bin ja gespannt, ob du das Level noch abschließen kannst, bevor du Game Over gehst. Ich brauch den grauen zu... Jetzt erstmal mit dem durch die Röhre. Ich habe ja gesagt, das Inferi-Ding kommt auch noch wieder. So, jetzt habe ich zwei. Die hättest du vorher auch schon gehabt. Stubble-grab ich die? Nein, okay. Doch, mach. Go. Los, mach das. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Also, es ist raus. Ne, ist nicht rausgepatcht. Seit wann willst du denn das nur das Richtige machen? Das geht sogar. Im Höhlenlevel hast du das auch schon unter Beweis gestellt. So, jetzt habe ich drei. Jetzt hast du drei, ja. Jetzt habe ich gewonnen. Aha. Die Frage ist jetzt aber, an welcher Stelle, also es gibt ja zwei Seiten. Ja, wahrscheinlich ist es jetzt genau falsch rum. Wobei ich hier laufen kann, also keine Ahnung. Na, geh mal weiter. Oha. Behind lies Gaffers Büro of Voronia, for no reason. Jetzt hast du das W hast du extra weggelassen, damit du TH nicht aussprechen musst, oder? Ist richtig. Was bist du denn? Geh mal weg. An der Stelle fettes Shoutout an Spriter's Resource. Die Seite ist einfach großartig. So, jetzt hoffe ich aber, dass du hier mir meine Tür zum... Ja, hast du. Selbstverständlich. Meine Boss-Tür eingebaut hast. Ich bin ja kein Hurensohn. Kein Arschloch. Muss man sagen. Kein Alter, das ist aber schon... Ich veralbern? Was ist das denn? Das ist schön. Ich würde jetzt ja gerne behaupten, dass ich den Boss extra für dich... Geh mal nicht, genau. Ja, sehr gut. Ja, muss ich ja sonst, wenn ich mich aufs Neuladen verlasse, ist ja Quatsch. Du kannst dir immer zwei Leben holen, aber ich glaube, das geht tatsächlich schneller, ja. Hä? Du bist ein paar Mal gesprungen gerade. Ah. Zumindest so aus. Ich würde gerne behaupten, ich habe den Boss extra für dich eingefügt, aber ich habe... Irgendwie ja schon damit gerechnet, dass du der einzige bist, der Probleme mit diesem Boss haben wird. Hier wollte ich nicht rein, aber ich kann mir einen Pilz snacken. Das kannst du in der Tat tun. Nochmal zwei Pilze jetzt. Yay! Aber der ist schon frech. Das ist ja pures das ist Glück, jetzt einfach. Nein, da muss man nichts Lol. Machen. Da musst du nichts machen. Das ist der einfachste Boss, den es gibt. Lol. Das war jetzt natürlich kein pures Glück, sondern es war jetzt natürlich Skill. Lol. Hat das Ding ein Secret? Nein, hat kein Secret Exit. Lel? Somewhere Was? Else. Geh mal auf die Overworld und sag mir, ob dir die Musik auf der
Also auf der nächsten Overworld, ob dir die irgendwelche Erinnerungen in dir ruft. Ja, ist halt die ganz typische, die man überall hört. Und die in Inferi auch läuft. Naja, aber nur in Inferi. Also nur Inferi quasi. Das war übrigens das Level, weswegen der Hex so dubios rejected wurde. Okay, dann mache ich das jetzt auch kaputt. Das möchte ich doch hoffen. Oh Gott. Jene Physics. Physics, ja, Grafik wollte ich sagen. Ich hoffe, Physics vielleicht. Ach nee, geh mit den. Es sind ja die Metroid-Statuen schon klar, aber. Was war jetzt gerade, was hat jetzt gerade Unmut in dir irgendwie ausgelöst? Nein, alles gut, ich habe was verwechselt. Habe ich die in Inferi irgendwie auch eingebaut? Mein Fehler, nein. Ich habe an die Eulen gedacht, warte mal. Achso, ja, war verstehe. Alles gut. Ich habe gerade auch gedacht, dass da vielleicht die Metroid-Statuen war. Nee, war mein Fehler. Es ist gar alles bestens. Ja, alles bestens. Hier darf jetzt nur nicht runter. Ja, manchmal könnte man denken, du bist irgendwie. Ich hasse diese Self-Predictions. Ja. Egal. Self-Predictions. Selbsterfüllende Prophezeiung. Stimmt, Self-Fulfilling. Prophecy. Prophecy heißt der Quatsch. Nein, das heißt eigentlich Self-Fulfilling Prophecy. Das kannst du halt nicht aussprechen. Auf mich zu mobben. Ich weiß auch nicht. Ich glaube. Ich weiß auch nicht, woher das gerade kam. Ich glaube, seit du Lehrer bist, habe ich das Gefühl, man müsste dich auch mal mobben, weil du bestimmt. Ja. Gar kein richtiger Vertrauenslehrer an deiner Schule bist und warst. Oh Gott! Weil also ein Lehrer, der auf YouTube gefunden werden kann, wie er seine trötende Dusche präsentiert, den hätte ich gerne auch gehabt. Ich hätte auch gerne Let's Player-Lehrer gehabt. Also. Ja, es ist aber. Also ich glaube, das Problem ist ein bisschen, das ist ja gar nicht mehr so. Ja, cool, das klingt jetzt irgendwie, als wäre ich 130 Jahre alt, aber dass es wirklich Leute noch gibt, die Let's Plays machen, bis auf Gronkh vielleicht. Ist ja nicht mehr so richtig, oder? Die Schüler finden es eher komisch. Ja, verstehe. Also, so wie du sagst, dass das cool ankommt, ist gar nicht mal so. Vielleicht bei den. Oh boy! Bei den. Oh boy! Der kommt zu, oh mein Gott, geh heim. Die Sache ist das denn jetzt politisch korrekt, Mensch. Nein! Man sagt ja auch, ja, hast du super gemacht. Man sagt ja auch, stille Wasser sind tief. Und Nerds sind jetzt ja nicht unbedingt so die extrovertiertesten Menschen. Ja, richtig. Ich hoffe, das war jetzt auch gut genug aus. Ja, das haut schon so hin. Wahrscheinlich hast du ganz viele Fans und weißt das aber gar nicht. Ich meine, du hast jetzt ja immerhin schon 1000 Abonnenten in 10 Jahren, ne? Ja, aber die Zahl ist ja völlig egal. Aber wann kommt denn das Special endlich? Oh boah, jetzt habe ich aber richtig. Ah, danke. Jetzt winde dich nicht um das Thema. Wann kommt das 1000 Abonnenten-Special? Da kommt erstmal nix. Wie? Das war's jetzt. Da hab ich. Ich sag ja, die Zahl ist egal. Ja, dann kannst du den Hack ja auch als 1000 Abonnenten-Special machen. Nee, entweder ich, keine Ahnung, denke mir irgendwann mal was aus. Sollte die Zahl wirklich fest bleiben und nicht wieder runtergehen? Zeig doch deinen neuen Schülern, aber die alle deine trötende Dusche sehen, dass deine neue Dusche nicht mehr trötet. Also. Na, ich werde auf jeden Fall nicht meinen Kanal selbst irgendwie. Also, wenn, dann müssen die den halt wieder selber finden. Achso, ja, na klar, aber du meinst ich ja. Ich gebe keine Hinweise. Also, an der Stelle nochmal lieben Gruß an die Klasse 9b der Friedrich-Ebert-Gedächtnisschule in Oberstockhausen oder wo auch immer du gerade bist. Ja, genau. Ich grüße euch. Hallo. Dich hört du meintest doch, die Schüler finden den Kanal offenbar von selbst. Wo zum Teufel bin ich? Hä? Nicht so. Du hast ein Secret gefunden, nein. Jetzt hat mir. Willst du mich veralbern? Was ist das denn? Ja, sorry, das ist das Gimmick vom. Ein Secret, wo man nicht sieht, dass man stirbt, wenn das Ding von oben runterkommt. Oh mein Gott. Ich glaube, das Gimmick hier wäre auch 2008 noch cool gewesen, aber. Ja, ich glaub's auch.
wie du halt Let's Plays im Jahr 2020 noch machst, baue ich halt Hex als Jahr 2020. Nein, es gibt aber auch noch YouTuber, die... Wobei, auf die, also solche Let's Plays, wie ich sie halt mache, so komplett unbearbeitet, das gibt es eigentlich tatsächlich nicht. Die meisten sind irgendwie geschnitten oder irgendwie sowas. Ach, schneidet Gronkh zum Beispiel mittlerweile auch seine Videos? Nee, gut, okay, ja, nee, okay, Gronkh nicht. Ich habe keine Ahnung, es war jetzt... Gronkh schneidet gar nichts. Gronkh rennt auch 3 Millionen Jahre lang bei Herrschaftszeiten. Minecraft. Nee. Was hat er denn jetzt letztens gespielt, was ich geguckt habe? Hat er etwa den neuen, bahnbrechenden Super Mario World Hack Grey Eminence gespielt? Nein. Dann ist es mir auch interessant. Das Zombie-Spiel. Nee, nicht Zombie-Spiel. Wie heißt denn das jetzt wieder? Last of Us 2, das war's. Achso, das, ja. Das ist ein gutes Spiel, ich hab's aber nicht gespielt. Ich hab nur Cutscenes gesehen. Ich würde auch immer Spiele als gut bezeichnen, die ich nicht gespielt habe. Das ist, von denen ich nicht mal was gesehen habe. Ich habe noch nie von einem Spiel gehört, wo Leute angefangen haben zu weinen, und das habe ich bei dem Spiel mehrfach gehört oder gelesen. Ja, es ist schon krass. Also, da. Och, nee! Ich wusste, dass das passiert. Was soll dir. Was so. Wie. Conan, das ist das Gimmick. Das ist zwar 12 Jahre schon. Das ist ein beschissenes Gimmick. Schon uncool, aber. Vielleicht hat er deswegen auch den Hack kaputt gemacht, weil er keinen Bock hatte gegen die Chuckster, oder weil er da mal gestorben ist, wollte er den entfernen. Fürs Testen oder so. What the hell? Naja. Gib mir wenigstens eine Blume. Vielleicht hast du ja gemerkt, die Schwierigkeitskurve, die. Jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt. Es wird jetzt schwieriger, Mann. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Also, springt der einfach drüber? Sonst machen wir das aber anders. Jetzt killen wir den erst. Dann habe ich da drüben mit dem Hammerbruder keinen Stress. Ich glaube, ganz im Ernst, das ist so. Das solltest du dir aneignen, dass man vorsichtiger spielt. Weil das Ach so! Ja, das hast du in Jump Half auch gemacht, und jetzt in Jump, da hast du gespielt wie von der Tarantel gestochen irgendwie. So wirklich wie ein Wilder. Das Bowsers Schloss, da hast du echt eine Scheiße fabriziert. Wenn ich das jetzt hier mal so sagen darf. Das war aber auch gar nicht so einfach, das Level. Nee, das mag sein. Aber du stellst dich manchmal auch wirklich. Also. Ich möchte, das hat jetzt nichts mit Gameplay an sich zu tun, aber da steht Junction 1, Junction 2, Junction 2b oder so. Du überlegst, wo man in welches Level rein kann. Ja, ich habe nicht so ganz drauf geachtet. Junction heißt auch Injektionsnadel, das wussten wir ja alle. So, komm her, Kollege. Diesmal verfolgst du mich nicht, weil ich dich vorher einfach töte. So. So. Wo kam jetzt dieser dumme andere Chuck gesprungen? Oh, jetzt kommt der Typ erst wieder. Wie komme ich da oben an die Münze? Mein Springboard wahrscheinlich. Du hast es schon gesehen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach! Achso, es gibt aber tatsächlich welche, die nur 2 werfen. Oder ich hätte sie auch verändern können. Ja, es gibt auch welche, die nur 4 werfen und so, ne? Es gibt auch alle Zahlen. Im Vanilla SMB, ich glaube eigentlich nicht. Ja, was weiß ich, ob du hier Vanilla Chucks einbaust. Ich möchte ganz kurz mal outpointen. Ich bin mittlerweile so erwachsen geworden, dass ich zum Rülpsen das Mikro stumm schalte. Dafür möchte ich auch ein paar Abläuse bitte haben. Das ist schön. Das sind aber keine Abläuse. Er kann gerade nicht klatschen. Du kannst für mich auf das Springboard springen, das ist ähnlich. Hä? Hey. Such da mal ein bisschen mehr rum. Sind da keine Warp-Blöcke? Wow, Conan. Wirklich einfach wow. Einfach wow. Ah. Hast du nicht gerade gesehen, dass da Peacewitch-Blöcke sind?
Ah. Jetzt heißt ah. Das, oder? Warum ist das Ziel da wieder? Wie kann man denn das... Hä? Ich hatte das Ziel eigentlich gegen Goal Orb ausgetauscht, weil dieses Ziel ist das, was weggeglitscht ist angeblich. Hä? Warum ist das Ziel wieder da? Wie, das Ziel ist weggeglitscht? Nee, das war der... Also HF meinte, dass das irgendwie in Lunar Magic passiert, wenn man mit einer neueren Version von Lunar Magic das, da was umbaut, die ROM speichert, dass es da irgendwie zu diesem Bug kommen kann, dass auf einmal das Ziel nicht auslöst oder irgendwas... Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Irgendwie war das Ziel nicht da. Deswegen hatte ich das Ziel, die Stange gegen Orb ersetzt. Jetzt wundere ich mich gerade darüber, dass bei dir die Stange wieder da ist. Hat gut funktioniert auf jeden Fall, der Ersatz, muss ich sagen. Du hast doch sogar den Patch von SMW Central runtergeladen, oder? Ich habe die Seite genutzt, die du mir gegeben hast. Ist das schlimm? Warum ist denn das wieder raus? Bin ich irgendwie dumm? Offensichtlich bin ich dumm. Hey, bei mir ist mein Orb. Was ist denn da los? Dann hast du vielleicht was falsch hochgeladen. Okay, das muss ich jetzt ganz kurz... Also dann musst du halt mal schnell den runterladen, der auf SMW Central ist. Ja, den öffnen und da reingucken. Hab ich gerade gemacht. Jetzt patche ich das kurz. Aber es passt, dass direkt nach dem Level, wo das Ziel verglitscht ist, das Level Big Glitch festkommt. Ja, das ist richtig. Forest. Aber das sehen wir erst beim nächsten Mal. Hä? Da ist ein fucking Goal Orb bei mir. Hä? Hä, das kann doch wirklich... Nein, das kann doch nicht sein. Aber ich hatte ein Ziel. Hast du das vielleicht vorher schon mal runtergeladen? Nee, ich hab's vor allem vorher nicht gepatcht. Okay, oder hab ich hier zwei Grey Eminence SMC? Ich mach's jetzt noch mal. Nein, ich hab nur eine. Kann doch nicht sein. Warte, ich hab's jetzt noch mal runter. Ich mach das jetzt. Aber mehr vielleicht als taucht ja trotzdem das Ziel auch auf, wenn du auch. Vielleicht hast du auf Lunar Magic einen Goal Orb, aber im Spiel taucht das Ziel auf. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was hältst du davon? Ich mach das jetzt noch einmal und wenn das jetzt immer noch ist, dann habe ich den Glauben an die Menschheit verloren. Das kann doch nicht sein. Vielleicht liegt es eher dran, weil du jetzt deins überschrieben hast, weil. Hä? Nein! Ich hab's jetzt zweimal runtergeladen. Ich habe es auf dem Desktop abgespeichert, da kann nicht so viel schief gehen. Also du musst irgendwie eine alte Version haben. Oder vielleicht, okay, jetzt fange ich mit Verschwörungstheorie an. Vielleicht hat derjenige, der damals das schon fälschlicherweise irgendwie geclaimed hat, nur für mich eingestellt, dass ich meine Version runterladen kann und alle anderen die andere. Und es war jetzt nur ein Zufall, dass es bei dir funktioniert hat, weil er es eigentlich schon wieder kaputt gemacht hat, weil er nicht möchte, dass mein schöner Hack auf SMC Central veröffentlicht werden kann. Ich kann dir ja einfach deine eigene SMC... Nee, du musst mir die jetzt nicht schicken. Ich habe es ja gerade runtergeladen, aber dann hast du wahrscheinlich einfach... Ja, wir haben doch gerade das gleiche runtergeladen. Aber dann hast du das nicht... Ich habe dir den Link ja vor 2 Wochen schon geschickt. Da habe ich ja noch nichts runtergeladen. Ich lade immer erst vor der Aufnahme runter. Du machst mich hier völlig fertig mit den Nerven. Kann doch nicht sein. Oder hab ich? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Also mal ganz logisch musst du das doch gemacht haben. Habe ich zweimal? Oh, warte mal. Da kann doch nicht ein scheiß Goal Point sein, wenn da... Also wir sehen spätestens in dem Schloss da links, da habe ich auch noch 2.9.1915. Das Ding habe ich... Oh. Oh. Moment. Warum habe ich eigentlich... Ich habe das vom 20.8. geschmiert. Ja, gut, das ist... Warum habe ich es eigentlich runtergeladen? Es war so klar, dass der Fehler bei dir liegt. Aber dann siehst du, es ist überhaupt kein Fehler. Es funktioniert. Ach so, es ist nicht so verschwörerisch, wie ich es mir ausgemalt habe. Okay. Ja, es funktioniert sogar. Ich habe ja jetzt nicht mal den Fehler gehabt. Ja, stimmt. Was hat denn der für Probleme? Ja, das meinte, also HF kann das ja gerne, ich weiß nicht, ob das irgendwen interessiert, außer HF, dich und mich jetzt, aber kann das ja gerne nochmal drunter kommentieren, was da jetzt der wirkliche Fehler war, aber scheint ja so, als hätte der das wirklich Aber hast du dann sonst irgendwas verändert, was ich jetzt in dieser neuen, was in dieser alten Version nicht drin habe? Naja, es ist in dem Schloss da links ist eine Stelle, wo du dich halt softlocken kannst, aber... Ja gut, die kann ich notfalls zurückspulen. Das ist richtig. Okay. Ja, dann spielen wir die Version weiter. Und an der Stelle erstmal Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt es das Glitchfest.
Forest. Ach so, das soll, ich dachte, das soll. Oh. Das ist ein R. Das ist kein Glitchfest, das ist ein Glitchfrost. Das könnte auch Frost, könnte Frost auch heißen. Ja, gut, aber es hätte doch genauso, weil doch hier alles in dem Text verglitscht ist, kann auch das R zu einem E, das E zu einem. Na egal. Das Super Big 64 Glitchfest. Okay. Mach wie du möchtest. Jeder macht das, was er gerne möchte. Ich meine, ne? aus einem I sind 4 Hashtags geworden. Ja. Dann kann auch aus einem E hier hinten ein R werden. Das ist ja aber nur für die Klicks, weil ich muss ja irgendwas machen, weil steht ja nicht mehr Hentai im Titel. Das ist wohl wahr. Deswegen so viele Klicks kriegst du aber nie generiert, wie Hentai generiert hat. Das glaubst du, aber wenn da erstmal Hashtag TCHFRST zu sehen ist. Oh ja. Dann geht's aber ab. Das ist nämlich was ganz Tolles. Okay, ich halte jetzt meine Fresse und gehe jetzt. Gut, dann beende ich jetzt den Pfad und sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao, ciao.